Wir sind beim muslimischen Dorf angekommen. Wie man sieht, das ganze Dorf ist auf Stelzen. Thank you. Erst geben wir was essen und danach machen wir Sightseeing durch das Dorf. Wir essen jetzt hier was. Gibt es ein offenes Buffet? Okay, thank you. Und das Gute ist, alles halal. Können wir sehen, Tomatensauce, Spaghetti, also für jeden Geschmack was dabei. So, fertig gegessen, zeige ich euch das muslimische Dorf in Thailand, das auf Stelzen gebaut ist. Das ist eigentlich ein malaysianisches Fischerdorf, da von damaligen Malaysianer, die hier in der Gegend waren, haben sie sich dann hier so gesagt eingenistet. Und sie leben jetzt hier und deren Häuser sind halt auf Stelzen. Ne? So, nehmen wir euch mal mit. Relativ am Anfang kann man halt sehr viele Souvenire sehen. Oh, thank you. Hier so Souvenire. Thank you. Thank you. Ganz viele Souvenirläden. Hier kann man das auch gut sehen, die Stelzen. Hier auch, scheint auch ausgetrocknet zu sein. Zwischen den ganzen Souveniren gibt es auch muslimische Souvenire. Shop Mosque, genau. Können wir direkt links lang Richtung der Moschee. Hier leben sie. Vielleicht kann ich mal gleich gucken, ob ich in einem Haus reingehen darf. Muss man natürlich fragen. Hier so sieht man es. Ja, auch. Können wir mal sehen. Leben die Menschen. Gibt es was zu essen? Da auch muslimische Zeichen. Mal gucken, wo ich jetzt wo muss. Das ist eine Schule. Kopanier-Schule. Ja, just filming. Mhm. Kindergarten. Two. Today's holiday? Okay. This is tomorrow open. This is a football place. Ja, es ist für die Kinder können die hier spielen. Heute ist aber zu, sagt die Dame.
Morgen wieder. Thank you. Go weiter, gehen wir weiter. So kann man das auch sehen. Mal ganz gut. Hallo. Aleikum salam. Okay, first I want to go to mosque. I take. Look, one minute, okay. Di, saya tak di. Yeah, beautiful. And a big one. Beautiful. How much is this? Okay. How much? Ni semua na, semua ni. One. 300 baht. Oh no. Okay, how much? No, just one. Oh, just one. Just one. 200, okay. No. 100 okay? 150 okay. 100 okay. I lose, Mama. I lose, say Muslim. Alhamdulillah. Okay, I will give you 150. Yeah. Okay, ich hab's jetzt mitgenommen. So 150. Okay. Okay. The mosque, yeah? Oh, okay. Okay, shukran. Okay, gehen wir weiter zur Moschee. Natürlich möchten sie was halt verkaufen. Und dann Mosque this way. Sie wollen natürlich was verkaufen, ein bisschen aufdringlich, aber es wird Zeit machen, ne? Da sieht man noch die Spitze. Wa alaikum salam. I will give you, okay? Genau. Shukra. Gehen wir weiter in die Moschee einmal rein. I want to pray. Yeah, first wudu. This way? Okay, thank you. Schuhe ausziehen und in die Moschee rein. This one. That's enough. Thank you. Ja. So sieht die Moschee von innen aus. Man kriegt einen Gebetsteppich direkt an der Tür. Und genau. Gehen wir nochmal nach oben, gucken, wie die Moschee von oben aussieht. Betet auch gerade einer. Gehen wir mal einmal im Außengelände lang. So, das sind die Dächer der Dörfer. Die Moschee hat eine Außenterrasse. Das sieht doch mal richtig schön aus. Hier sieht das auch ziemlich heruntergekommen aus. Gehen wir zurück langsam. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Kinder können hier schon Koran auswendig. Die Kinder sind schon recht arm hier. Und ja, wollen halt natürlich Geld von einem haben, ein bisschen. Also wenn ihr hier natürlich Geld spenden wollt, ein bisschen, bringt immer Kleingeld mit. So könnt ihr den ein bisschen in die Hand drücken. Gehen wir noch mal ein bisschen rum. Hier gibt es auch so ein Haus, was heruntergekommen ist. Da ist ein Bild der Kaaba. Und die Fischernetze hier. Alte Kommode. Ein paar arabische
Papiere. Ja, sehr viel Schmuck. Hier wird gegessen gerade. Familienessen. Hier liegen auch noch mal ein paar Schnellboote an. Da ist auch ein Fußballfeld. Gehen wir mal dahin. Da spielen sie Fußball, die Jungs. Das interessanteste Fußballfeld, in dem ich in meinem Leben jemals war. Alaikum salam. Yes. Papa Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gehen wir mal wieder zurück. Da sieht man auch von der Moschee die goldene Kuppel. Also wie ihr sehen könnt, ist die Infrastruktur auf dieser Insel nicht gerade sehr stabil. Die Menschen machen aber das Beste draus. Und unter diesen Umständen leben diese Menschen hier. Und Und deswegen sollten wir darüber dankbar sein, wie wir in Deutschland leben. Das war's vom muslimischen Dorf. Ich hoffe auch, das Video hat euch gefallen. Folgt mir für weitere Videos. Like, kommentieren, abonnieren. Die immer nicht vergessen. Dankeschön.